Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In dieser Folge geht es um Obsidian, eine Software, mit dem ich mein Wissen organisieren kann oder meine Notizzettel organisieren kann, auf eine sehr intelligente Art und Weise. Es ist sowas wie eine Knowledge Base, so eine Wissensdatenbank, wo man in einfachen Textdateien zusammen mit einer sogenannten Markdown-Syntax, das erkläre ich dann auch gleich, das ist ganz einfach, Wissen oder Informationen oder Dinge, an die man sich erinnern möchte, niederschreiben kann. Das Ganze hat natürlich auch was mit Sustainability zu tun, also Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit, sodass ich meine niedergeschriebenen Werke oder kleine Infos oder Erinnerungen auch noch in 10 Jahren, 20 Jahren lesen kann. Zum Beispiel wie so ein Tagebuch oder zum Beispiel auch, wie ich das Ganze noch mit einer Cloud synchronisiere. So wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, das hier ist jetzt die Webseite von Obsidian. Und da steht, a second brain for you forever. Obsidian is a powerful knowledge base that works on top of a local folder of plaintext Markdown Files. Und das sagt im Prinzip schon alles. Das heißt, die Software verwaltet einen Ordner mit entsprechenden Unterordnern und in diesen Ordnern liegen dann einfach reine Textdateien. Und in diesen Textdateien kann man dann eine sogenannte Markdown-Syntax verwenden, um so grundlegende Textformatierungen wie Fett, Kursiv, Überschriften, Tabellen und so weiter anlegen. So, und man sieht hier schon so ein bisschen, wie die Oberfläche aussehen kann. Das sieht super komplex aus, ist es aber gar nicht. Das ist total einfach. Hier auf der linken Seite hat man zum Beispiel, wie in so einem Dateimanager, die Übersicht der Verzeichnisse und der verschiedenen Dateien. Darunter gibt es dann sogenannte Tags, die überall verwendet werden. Auf der Seite habe ich dann so mein Vorschaufenster von dem Text, den ich geschrieben habe. Hier habe ich dann auch noch so was extrem Cooles wie so einen Graph. Also da werden mir die einzelnen Dateien hier angezeigt und dann auch noch die Verbindung zu anderen Dateien. Das heißt, ich kann Links wie im Internet bei dem Hypertext-Protokoll kann ich Links zu verschiedenen oder zwischen den Dateien herstellen. Und hier habe ich dann nochmal das Inhaltsverzeichnis, das ich mir anzeigen lassen kann und dann auch nochmal sogenannte Backlinks. Und dann wird hier noch beschrieben, Second Brain, For You und so weiter. Und Forever, das heißt, Forever ist diese Sustainability, also Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit, dass die Dinge, die ich niederschreibe, die ich speichere, auch später irgendwo in irgendeinem anderen Programmen, in einem ganz normalen Texteditor, auch wiederverwenden kann und ich dann nicht vor dem Problem stehe, wie bei mancher Software. Ich habe das irgendwann mal vor 5 Jahren geschrieben in der Software, die Software gibt es nicht mehr, ich habe ein neues Betriebssystem oder neue Betriebssystemversion, die Software gibt es nicht mehr für das Betriebssystem, ich kann die Datei nicht mehr öffnen. Und für viele Dinge, die wir niederschreiben oder in Erinnerung behalten wollen als reinen Text, ist es ja ganz praktisch, wenn wir das tatsächlich irgendwann mal auch wieder öffnen können. Und Text gibt es seit Anfang der Computer, somit hat alles angefangen, um Sachen niederzuschreiben, ganz einfacher Text, der vor, ich sag mal, 30 Jahren, 40 Jahren, seit wann gibt es Computern, geschrieben worden ist, den kann ich heute immer noch öffnen. Anders sieht es halt einfach mit Dateiformaten aus, die es halt vor 30 Jahren gab. Ob ich die noch öffnen kann, Risiko. So, und das Schöne an dem Obsidian an sich ist, Obsidian gibt es für verschiedene Betriebssysteme, eigentlich für alle. Für Linux, für Windows, für macOS und zum Beispiel für Android oder iOS ist in Zukunft was geplant, dass Obsidian da auch quasi diese Verwaltungssoftware dieser Textdateien und der Verzeichnisse was rausbringt. Gibt es im Moment nicht, aber man kann überall unter einem Android, iOS oder welches Betriebssystem auch immer oder im Web kann man ja ganz normale Textdateien mit einem Editor öffnen. Mit jedem Editor, den es gibt, kann man Textdateien öffnen.
Und viele dieser Editoren verstehen auch Markdown. Das heißt, wenn ihr so eine Markierung zum Beispiel für Fett oder Kursiv gesetzt habt, können das sehr viele Editoren oder Editoren, die so eine Vorschau anzeigen, können das auch ordentlich anzeigen. Das heißt, im schlechtesten Falle, wenn ihr einfach nur einen ganz normalen Texteditor habt, könnt ihr die Dateien immer noch lesen, seht halt dann die Formatierungszeichen, das zeige ich auch gleich nochmal, wie das aussieht. Seht ihr dann, aber ihr könnt es einfach lesen und ihr könnt es verarbeiten und es gibt ganz viele Programme, die diese Markdown-Dateien konvertieren können in HTML oder in PDF oder wie auch immer. Also ihr seid da, habt da einfach eine Basis und mit der könnt ihr einfach arbeiten, ohne dass ihr vor dem Problem steht, dass ihr das nicht mehr öffnen könnt. So, jetzt aber genügend über Sustainability. Ich habe über Obsidian auch nochmal einen Blogartikel geschrieben, was das ist und so weiter, mit so ein paar Beispielen, wie man zum Beispiel Fett und Kursiv schreiben kann, wie man To-Do-Listen erstellen kann. Das ist so ein kleiner Abriss, so ein minimaler Abriss, was Markdown kann in Obsidian. Noch mit einem Link zu einem Markdown-Guide, also wenn man wissen will, was Markdown alles kann, beziehungsweise kommen da noch Links mit dazu zu Obsidian, zu den speziellen Eigenheiten zu Obsidian. So, aber starten wir einfach mal Obsidian und das startet dann ungefähr so und das hat sich jetzt gerade so ein bisschen hier verändert, weil warum auch immer, weiß ich jetzt nicht. Normalerweise startet Obsidian so, dass eine normale Obsidian Help Vault angezeigt wird. Also ein Vault ist ein Verzeichnis, wo die ganzen Dateien, die ich erstelle, reinkommen oder die Unterverzeichnisse, die ich erstelle, die da drinnen vorkommen. Und da gibt es eben ein Standard Obsidian Help. Das ist die Help-Geschichte. Wenn ich das jetzt mal öffne, dann öffnet sich die Help. Und ich habe standardmäßig dunkel eingestellt. Man kann das aber auch in den Einstellungen in der Darstellung auf hell einstellen. Und dann ist Obsidian hell und hier habe ich eine englische Hilfe und das ist jetzt schon mal so die grundlegende Einstellung von Obsidian. Ich habe so mehrere Fenster hier, die werden auch Panes genannt, also Panes. Und die Aufteilung der Fenster ist so, ich habe hier quasi wie ein Datei-Explorer, steht auch oben drüber und kann hier die Verzeichnisse auf- und zuklappen. Man kann hier zum Beispiel Basic Note Taking und dann sehe ich zum Beispiel, wie ich oder wird beschrieben, wie ich was hier anlege. Und in dieser Hilfeeinstellung ist zum Beispiel gleich noch eingerichtet, hier habe ich den Editor, also ich kann hier Sachen reinschreiben und ich habe hier die Vorschau. Und die Vorschau ist verlinkt mit meinem Editor, das heißt, wenn ich mit dem Editor scrolle, geht auch die Vorschau mit hoch und runter. Und man sieht hier zum Beispiel bei diesem Backlinks-Panel, hier wird das einfach fett dargestellt. Hier sehe ich, wie ich das Fett erstelle. Wenn ich jetzt hier was reinschreibe, zum Beispiel Hallo Welt, dann ist das erstmal so. Und jetzt kann ich das markieren und zweimal die Sterntaste drücken, dann macht er das vorne und hinten automatisch. Und in der Vorschau wird das gleich fett angezeigt. So, das ist jetzt die Hilfe. Ich mache die jetzt einfach mal wieder hier mal wieder raus, mache die Hilfe einfach wieder zu und rufe mir jetzt die Erstellung eines neuen Volts auf. Pack rein, so sieht das normalerweise nämlich aus. Habe mir hier mal ein leeres Volt angelegt, also einen leeren Ordner. So, und da ist jetzt gar nichts drinne. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, könnte ich vielleicht nochmal hier zeigen. Das ist die Hilfe. Hier unten einen anderen Vault öffnen. Den falschen Bildschirm auf. So. Wenn ich jetzt erstelle einen neuen Vault mache, dann gebe ich hier Name des Vaults ein, hier Hallo, und wähle dann den Speicherort aus und drücke dann auf Erstellen und dann bekomme ich so eine Übersicht. Ich habe mein Vault, also mein Verzeichnis, jetzt einfach Obsidian Tutorial genannt, weil es für das Tutorial ist. Und wenn ich jetzt einfach
starten möchte, dann klicke ich hier oben auf Neue Notiz. Bevor ich das mache, ziehe ich nochmal meinen Dateimanager rein. Das ist jetzt mein Obsidian Tutorial. Und den Dateimanager mache ich jetzt einfach mal immer im Vordergrund, dass der nicht verschwindet. Mach den mal so kleiner hier. Und wenn ich hier jetzt auf Neue Notiz klicke, stellt er mir Untitled und in meinem Dateimanager geht sofort, wird eine Datei erstellt, die heißt untitled.md. MD ist die Abkürzung für Markdown. Und automatisch ist hier Untitled ausgewählt. Und wenn ich jetzt schreibe To-Do-Liste und Enter drücke, dann wird hier To-Do-Liste ersetzt und hier sehe ich, dass meine Datei gleich To-Do-Liste.md heißt. Ich bin hier gleich in meinem Editor drin und kann hier schon mal schreiben. So, jetzt ist das lustigerweise hier so ein bisschen eingerückt. Ich denke mal, das hat jetzt was mit der Darstellung hier zu tun, weil ich hier noch gar nichts eingerichtet habe. Und zwar guckt Obsidian hin, dass es mir den Text zentriert auf eine bestimmte Größe. Ich gehe jetzt einfach mal in die Einstellungen rein hier. Hier mal kurz den Dateimanager weg. Ich kann hier eine Rechtschreibprüfung einstellen, die es im Moment nur für Englisch gibt. Eine lesbare Zeilenlänge. Es passt weniger Inhalt auf den Bildschirm, dafür sind die Absätze halt besser lesbar. Eine strikte Zeilenbegrenzung kann ich einstellen. Eine automatische Klammerpaare, das zeige ich gleich, wenn man zum Beispiel Links oder sowas erstellt. Automatische Markdown-Vervollständigung, schlägt er mir was vor, was ich machen kann. Intelligenter Zeileneinzug. Überschriften einklappen kann ich anmachen, Zeileneinzug, Standardansicht ist mein Editor. Ich könnte jetzt auch Standardansicht Vorschau, das heißt, wenn ich eine neue Datei erstelle oder anklicke, wird mir erst der Editor oder die Vorschau angezeigt und ich muss dann jeweils immer umschalten. Ich bin immer so der Editor-Typ, weil ich habe Obsidian ständig auf und wenn ich was damit mache, will ich da eigentlich meistens editieren und nicht nur gucken. So, Zeilennummern lasse ich mir immer gerne anzeigen, nutze Tabs, also wenn ich die Tab-Taste drücke, kann ich dann sagen, er soll mir einrücken und die Standard-Einrücklänge ist 4. Da gibt es wieder so grundlegende Grabenkämpfe, die einen sagen, man nimmt keine Tabs zum Einrücken, sondern Leerzeichen und dann kann man das halt hier einfach ausstellen und Leerzeichen benutzen. Automatischen Zeilenumbruch, das heißt, wenn ich über die Zeile hinausschreibe, wird meine Zeile automatisch umgebrochen, dass ich das einfach lesen kann und nicht irgendwie nach rechts raus scrollen muss. Dann, wenn ich HTML hier rein kopiere oder rein einfüge, wird das automatisch konvertiert. Sehr praktische Funktion. Darstellungs- und Links, Löschen einer Datei bestätigen, gelöschte Dateien in Papierkorb verschieben, immer ganz gut. Links immer aktualisieren, das heißt, wenn ich innerhalb meines Obsidian Vaults was verändere, möchte ich, dass er die Links automatisiert. Standardordner für neue Notizen in meinem Vault Hauptordner oder im aktuell geöffneten bei der Notiz. Ich lasse es einfach im Hauptordner, das kann man dann auch noch flexibel direkt hier machen, das zeige ich euch nochmal. Dann Wikilinks benutzen, Detect All File Detect Extensions, würde ich jetzt einfach mal so lassen. Dann haben wir hier die Darstellung, die kann man hier von hell auf dunkel umstellen. Ich lasse jetzt einfach mal auf hell, ich denke für das Video ist das besser. Man kann eigenes CSS benutzen, wer HTML kennt, da kann man Farben ändern, Größe und so weiter. Durchscheinender Fensterbereich kann man erstellen, verschiedene Farbschemata, jetzt sind hier noch keine drin, man kann sich da aber welche runterladen aus der Community, dann gibt es noch weitere CSS-Bausteine. Alles viel zu technisch, will ich gar nicht wissen. Dann Tastenkürzel kann ich hier suchen, wenn ich irgendwas suche, was gibt es da für Tastenkürzel und ich kann ein eigenes Tastenkürzel hier auch noch selber festlegen für bestimmte Funktionen. Über Obsidian steht nochmal, aktuell ist die Version 0.11. Auch wenn das eine sehr kleine Funktion ist, das ist die Software sehr, sehr funktionsfähig. Ich kann die Sprache auf Deutsch umstellen, was ich bestimmt schon gemacht habe. Zur Lizenz. Obsidian ist keine Open Source Software, aber für den privaten Gebrauch
Und für den Bildungsbereich ist Obsidian frei. Also Schule, Universitäten für Schüler und Studenten ist das frei. Es gibt kommerzielle Lizenzen, das ist auf der Webseite noch, das dann pro User pro Jahr. Man kann dann noch zusätzliche Services mieten, wie so einen Sync-Service, wo man sein Obsidian synken kann. Darauf will ich aber auch nicht eingehen. Und es gibt auch noch einen Publish-Service, womit man dann zum Beispiel auch Webseiten mit Obsidian verwalten kann. Das kostet auch wieder ein bisschen Geld. Ist alles nicht Teil dieses Tutorials, aber ich wollte einfach nur darauf hinweisen, Obsidian ist keine Open-Source-Software, sondern aber man kann es eben privat und für den Bildungssektor kostenlos benutzen, aber für kommerziellen Einsatz muss es natürlich bezahlt werden. Bei dem kommerziellen Sektor, beziehungsweise wenn man zusätzliche Services bucht, braucht man natürlich auch einen Account. Und da kann man dann die entsprechenden Sachen eintragen, also E-Mail und Passwort. Dann gibt es für Obsidian Erweiterungen, den Datei-Explorer. Das ist auf der linken Seite eine Schnellauswahl. Es gibt einen Tag-Bereich, den schalte ich mir an. Dann die Seitenvorschau mache ich mal an. Mit einem Stern kann man bestimmte Dokumente wie so Favoriten abspeichern und hat dann so einen eigenen Bereich für Favoriten, den man anklicken kann. Möchte ich haben. Dann kann man zusätzliche Erweiterung tägliche Notizen, man kann Vorlagen aktivieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel für bestimmte Dinge immer wieder die gleichen Dateien anlegen möchte, wo man zum Beispiel oben automatisch ausgefüllt haben will, irgendwie Titel Doppelpunkt, Autor Doppelpunkt oder Idee Doppelpunkt oder Quelle Doppelpunkt oder irgendwas, das immer so als gleichen Textbaustein als Vorlage haben möchte, kann man sich hier eine Vorlagen anlegen und man sieht hier auf der linken Seite, wie dann zu den Einstellungen die Vorlagen dazu kommen. Das heißt, man definiert dann einen eigenen Ordner und in diesen Ordner legt man diese Vorlagen, diese Textbausteine an. Für diese Textbausteine kann man dann auch zum Beispiel so kleine Makros hinterlegen wie Datum und Uhrzeit. Und wenn man die Vorlage dann in sein Dokument einfügt oder mit einer Vorlage ein neues Dokument anlegt, dann wird da automatisch das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit oder beides eingefügt. Dann gibt es das Zettelkasten-Präfixer. Zettelkasten ist so ein eigenes System. Das wurde mal von jemandem erfunden, wie man mit einem Zettelkasten einen großen Teil des Wissens ordentlich verwalten kann. Gehe ich auch nicht drauf ein. Gliederung, das ist das Inhaltsverzeichnis, kann man sich anzeigen lassen. Anzahl der Wörter finde ich auch immer ganz witzig. Man kann Obsidian benutzen, um Präsentationen zu erstellen. Auch ganz interessant. Man kann einen Audiorekorder aktivieren, um Audionotizen zu hinterlegen. Möchte ich jetzt an der Stelle nicht. Standardanwendungen öffnen. Man kann Workspaces definieren. Workspaces sind sowas wie Layouts. Also wie habe ich mein Obsidian organisiert? Habe ich jetzt hier so ein 3-Spalten-Layout oder nur ein 2-Spalten, 1-Spalten oder ganz viele Fenster hier drin und definiert? Kann sein, dass man das braucht für verschiedene Aufgabenbereiche. Dann macht es Sinn, solche Workspaces zu definieren. Das heißt, wenn ich das hier anschalte, kann ich das auch in den Einstellungen speichern und laden. Veröffentlichen hat was mit diesem Push-Service zu tun oder Publish-Service zu tun, wenn man mit Obsidian zum Beispiel eine Webseite verwalten möchte. Und der Sync-Service ist dann auch wieder so ein Synchronisations-Service über Obsidian, was die da anbieten. So, und dann gibt es noch die Erweiterung und die sehen standardmäßig aus, weil das einfach so ein Sicherheitsfeature ist. Wenn ich die jetzt anmache, kann ich sagen, sicheren Modus deaktivieren und dann kann ich auch von der Community-Erweiterungen mir anschauen, was es da gibt. Ich wäre da generell immer so ein bisschen vorsichtig mit den Erweiterungen und würde jetzt erstmal sagen, man legt mit dem Standard los und solange man damit zufrieden ist, keine Erweiterung installieren, weil das dann halt auch immer von Leuten, die das weiterpflegen oder nicht, immer so die Frage. Vielleicht macht es Sinn, Erweiterungen zu installieren, wie auch immer. Ich mache das erstmal hier aus, weil das brauche ich nicht. So, jetzt mache ich die Erweiterung zu. So, jetzt habe ich hier meine To-Do-Liste angelegt und ich sehe schon hier, ich habe ja Zeilennummern
hier erstellt. Jetzt hätte ich ganz gerne nur, dass mir das gesamte Fenster hier benutzt wird. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich das finde, wo das ist. Lesbare Zeilenlänge, war das das? Ja, so, jetzt habe ich das ganze Fenster. Ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn mir das zu klein ist hier, einfach mit Steuerung und Plus neben der Return-Taste, kann ich mir hier alles größer machen. Zum Beispiel. Oder mit Steuerung Minus alles wieder kleiner. Das ist jetzt einfach mal größer, weil wieso so viel leeren Platz haben, wenn man den auch einfach größer machen kann. So. Und einen weiteren Punkt ist jetzt zum Beispiel einfach, wenn ich hier eine neue Notiz anlege, steht hier wieder hier Untitled und ich mache jetzt hier, schreibe jetzt zum Beispiel rein einkaufen. So. Und ich habe jetzt in meinem Dateimanager, das spiegelt ja das hier ungefähr wieder, habe ich jetzt die einkaufen.md, alles in einem Verzeichnis. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hingehen und kann sagen, ich möchte ein neues Unterverzeichnis. Dann wird hier automatisch ein Unterverzeichnis angelegt, untitled. Und das Unterverzeichnis soll jetzt einfach heißen Paul. So. Und ihr seht analog im Dateimanager wird es automatisch hier gespiegelt, was hier ist. Also das hier, dieser Datei-Explorer spiegelt den wieder. Deshalb mache ich den jetzt hier aus. Müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit sehen. So, in diesem Unterverzeichnis, da kann ich den aufklappen und wieder zuklappen, ist ja gerade im Moment nichts drin. Und da möchte ich jetzt eine Datei anlegen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, wird mir hier ein Untitled angezeigt. So, die möchte ich hier nicht. Jetzt kann ich einen Rechtsklick machen, Datei löschen. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Löschen, nicht mehr fragen, löschen, abbrechen. Löschen, nicht mehr fragen kann gefährlich sein. Ich gehe, trotz dass ins Papier, dass in den Papierkorb verschoben wird, ich gehe immer auf löschen, dann kriege ich diese Datei oder diese Abfrage immer wieder gelöscht. So, einkaufen gehe oder To-Do-Liste. So, ich will jetzt in dem Unterverzeichnis Paul, möchte ich jetzt was, eine neue Notiz anlegen. Jetzt mache ich einen Rechtsklick auf Paul und schreibe hier oder klicke an hier neue Notiz. So, jetzt wird mir unterhalb von Paul ein Untitled angezeigt. Dann schreibe ich Ideen für den Geburtstag. So, jetzt habe ich eine Datei, die heißt Ideen für den Geburtstag. Und jetzt kommen wir schon in den Bereich für Markdown. Ich kann jetzt einfach zum Beispiel schreiben Buch, Auto, DVD oder was auch immer. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier jetzt eine Überschrift haben. Und eine Überschrift fange ich bei Markdown mit einem Gatter hier an und ein Leerzeichen. So, jetzt schreibe ich hier rein Ideen. Und dann sieht man gleich, wird die Schriftgröße angezeigt. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt Ideen für den Geburtstag. Jetzt mache ich eine Unterüberschrift und das mache ich jetzt mit 2. Dann wird die, ist das quasi die Überschrift deiner Geburtstag. So, und jetzt habe ich hier oben ja Ideen für den Geburtstag. Sage ich, okay, ist jetzt doppelt gemoppelt. Jetzt gehe ich einfach hier oben rein mit der Maus. Kann entweder das alles so auswählen oder ich klicke einmal rein, drücke Steuerung A für alles auswählen. Und schreibe einfach hier oben rein Geschenkideen. So. Jetzt habe ich für den Geburtstag eine Idee. Das kann ich zum Beispiel für Weihnachten. Entschuldigung. 2 für Weihnachten. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen für Weihnachten 2021. Dann für, wenn ich das schon genau weiß, 2022 kann ich dann verschiedene Unterüberschriften machen. So, und jetzt habe ich hier einfach nur Zeilen erstellt, wo ich dann sage, hey, für den Geburtstag, Buch, Auto, DVD, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt sage ich aber, ich will ja eine Aufzählung haben. Und bei Markdown mache ich jetzt einfach einen Minus, ein Leerzeichen, schreibe dann Buch, Return, dann macht er mir das automatisch, Auto, DVD. Jetzt habe ich schon eine Aufzählungsliste erstellt. Buch, Auto, DVD.
So, aber für Weihnachten 21 möchte ich nicht so einfach nur so eine Aufzählungsliste, sondern ich möchte die priorisiert haben. Dann schreibe ich 1 Punkt. Was schenkt man dem jetzt? Einen Kuchen an Weihnachten. Wenn ich jetzt Enter drücke, macht er mir automatisch eine 2 draus. Dann schreibe ich Plätzchen. Oder einen Tannenbaum. So. Und so habe ich jetzt schon mal Überschriften und Aufzählungslisten einmal unkategorisiert, sage ich jetzt mal, einmal nummeriert erstellt mit Markdown. So, und so sieht es auch in meiner Textdatei aus. Wenn ich jetzt wieder meinen Editor hier öffne und ich habe jetzt hier Paul und meine Geschenkideen und ich öffne das jetzt mit einem ganz normalen Texteditor. Dann sehe ich, in meinem ganz normalen Texteditor steht das hier auch so drin. Mein Texteditor macht das jetzt noch farblich so ein bisschen, weil der das einfach kann. Aber im Endeffekt sehe ich hier, sieht das ganz genauso aus wie hier im ganz normalen Text. So, machen wir den wieder weg. So, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich will hier die Vorschau, ich will jetzt sehen, wie das aussieht. Und so sieht das jetzt als Vorschau aus, wenn ich das mit einem Markdown Betrachtungsprogramm anschaue und ich kann hier wieder umschalten auf Bearbeiten. Wenn ich das jetzt unbedingt gleichzeitig sehen möchte, steht hier zum Beispiel Vorschau, Steuerung oder Command plus Klick zum Öffnen im neuen Fensterbereich. Okay, dann drücke ich mal die Steuerung-Taste, dann hier drauf und habe jetzt die Vorschau hier. Und die Vorschau hier, da habe ich jetzt so einen Link zum Fensterbereich lösen. Das hier ist mit dem jetzt verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach weiter runter schreibe, scrollt mir die Vorschau, je nachdem, ob ich hier unten was stehen habe, mit runter. Und Markdown macht noch so eine Kleinigkeit mit dazu. Ihr seht jetzt, ich habe hier ganz viel Leerzeilen, aber es wird mir hier angezeigt. Markdown formatiert mir automatisch noch meine Texte. Das heißt, auch wenn ich in meinem Editor einfach, weil ich das so brauche, hier einfach zum Beispiel den ganzen Bereich, um für mich sichtbar zu machen, meinem Editor, ah, da fehlt noch was oder da muss ich noch irgendwas machen, kann ich das in meinem Editor so lassen, aber die Vorschau macht das nicht, sondern tut so, als wär da jetzt schon alles fertig. So, also das ist einerseits dieses Linken mit dem Editor, also verbinden, dass es auch gleich gescrollt wird, je nachdem, wo ich mich in meinem Text hier befinde. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz viel Text schreibe, das kopiere ich jetzt mal hier und füge das ein paar Mal ein. Ah, ich hatte noch Lore Ipsum da drin. Das heißt, ich kann hier jetzt rumscrollen und er scrollt immer mit. So. Und ich sehe auch hier schön, deshalb mag ich auch zum Beispiel diese Zeilennummern hier. Ich sehe zum Beispiel hier ist die 17 und dann kommt nichts mehr. Das ist alles eine Zeile. Dann sehe ich dann, wo die 18 ist. Okay, neue Zeile, 19, ah, wieder neue Zeile. Das ist für mich immer so ein bisschen der Hinweis. Ich kann auch zum Beispiel die Vorschau von dem Editor hier lösen, indem dass ich auf diesen Link-Geschichte klicke. So, und wenn ich jetzt hier scrolle, bewegt sich hier nichts mehr. Kann das natürlich wieder verbinden. Ich gehe hier auf die Vorschaubereich, gehe dann hier auf weitere Optionen und kann dann ah, hier ganz oben natürlich mit Fensterbereich verlinken, klicke ich an und klicke dann hier auf den Editor und schon habe ich das wieder miteinander verbunden. Das ist so das Einfachste. So, ich mache jetzt den Vorschaubereich wieder zu. Mit dem arbeite ich relativ selten, weil ich weiß, was ich tue, meistens. Und ich habe hier auf der ganz rechten Seite noch ein Symbol und wenn ich drüber gehe, steht da Aufklappen. Und wenn ich das jetzt hier aufklappe, dann habe ich hier oben noch weitere Geschichten. Ich scrolle jetzt hier mal runter, einfach damit. Löscht, aber okay. Nee, habe ich nicht gelöscht, ist noch da, hat er nur gebraucht, das anzuzeigen. Jetzt mache ich hier zum Überschrift. La la la. Und scroll noch weiter runter.
Hier noch eine Überschrift, vielleicht eine große mit Lummerland. Leerzeile dazu. So, jetzt habe ich meinen Geschenkideen-Text hier da und habe hier jetzt Rückverweise für Geschenkideen. Da steht jetzt nichts drin. Das werden wir auch gleich sehen, warum da nichts drin steht. Aber ich habe noch die Gliederung von Untitled, sagt er hier noch. Eigentlich dürfte das jetzt nicht mehr Untitled heißen. Warum auch hier, das wird er wahrscheinlich noch im Laufe der Session oder wenn ich es neu lade, aktualisieren. Das macht aber gar nichts, weil der Bereich ist immer für den Bereich hier zuständig. So, und ich sehe jetzt hier, die Überschriften sind hier in der Gliederung drin, also so eine Inhaltsübersicht. Und wenn ich jetzt hier auf Lummerland klicke, dann springt er mir automatisch nach Lummerland hier rein. Ich muss einfach nur auf Lummerland klicken und schon bin ich im Lummerland. So, ach, genauso, wenn ich zu den Ideen hochklicke, bin ich wieder hier ganz oben. So, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich mache hier in meinem Hauptverzeichnis eine neue Notiz. Und da schreibe ich zum Beispiel rein, wie benenne ich die? Yada, yada, keine Ahnung. So, und in Yada, yada mache ich mir so eine Geschichte, wo ich jetzt zum Beispiel sage, alles, was diese Woche wichtig ist, mache dann noch eine Überschrift draus und dann habe ich hier eine Überschrift. Sieht man hier klar in der Gliederung, wird das alles, was diese Woche wichtig ist, angezeigt. Ich könnte jetzt auch noch erstens reinschreiben, dann hätte ich noch Kapitelnummerierung oder so. Es kommt dann drauf an. Also alles macht Markdown auch nicht, aber es macht schon relativ viel. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte hier in dieser, alles was in dieser Woche wichtig ist, möchte ich jetzt zum Beispiel die Geschenkideen für Paul. Und jetzt kann ich zum Beispiel schreiben, mit zwei geöffneten eckigen Klammern mache ich einen Link auf. Und kann jetzt da zum Beispiel Geschenkideen schreiben. Er bietet mir hier schon ein paar Sachen an. Geschenkideen einfach auswählen oder wenn ich jetzt anfange zu schreiben, schränkt er das jetzt ein, was ich auswählen kann. Kann mit der Maus das einfach hier auswählen und habe jetzt quasi einen Link zu dieser Datei erstellt. Und wenn ich jetzt auf Geschenkideen gehe, das öffne und hier auf diese Rückverweise gehe, dann sehe ich, dass es Dateien gibt, die auf Geschenkideen verweisen, nämlich Yada Yada. Und jetzt kann ich hier draufklicken, dann öffnet der mir automatisch Yada Yada und markiert mir farbig, wo dieser Verweis ist. Es mag jetzt so am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend sein, aber ich kann, wenn ich in einer Datei bin, einfach herausfinden, welche anderen Dateien verweisen auf diese Datei, also haben Rückverweise darauf. Und dann kann ich hier diesen Bereich hier aufklappen, auf Rückverweise gehen und sehe dann hier verlinkte Erwähnungen. Zum Beispiel. Und sehe dann, es gibt eine Datei, Yada Yada, oder in Yada Yada wird es einmal erwähnt. Wenn ich jetzt in Yada Yada reingehe und jetzt hier mehrfach Geschenkideen auswähle, dann in Geschenkideen reingehe, sehe ich, okay, in Yada Yada ist es zweimal erwähnt. Wenn ich da reingehe, werden beide farblich markiert. Das ist die Idee hinter diesen Rückverweisen, hinter diesen Backlinks zum Beispiel. Also haben wir schon mal gelernt, wenn ich eine Datei anlege, kann ich Überschriften anlegen, ich kann Listen anlegen, mit Nummerierung auch Listen annehmen. Ich habe hier ein Inhaltsverzeichnis, da kann ich direkt hin und her springen. Ich habe Rückverweise, welche Dateien verweisen auf diese Datei. Und was es noch gibt, es gibt Hashtags, also Tags an sich. Das heißt, ich könnte jetzt bei Yada Yada, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe hier Freunde, jetzt könnte ich jetzt schreiben Hashtag und kein Leerzeichen, sondern direkt loslegen Paul. Jetzt habe ich ein Hashtag wie in sozialen Netzwerken ein Hashtag erstellt und das heißt jetzt Paul und ich sehe hier automatisch jetzt die Hashtags mit Paul. So.
Und ich kann jetzt noch Heidi hier eingeben. Dann steht in dieser Datei Paul und Heidi und noch Hilde. So, das steht jetzt in Yada Yada. Jetzt gehe ich in Geschenkideen unter Paul und ich könnte jetzt einfach unter Ideen sagen, okay, diese Datei hat jetzt irgendwie gehört Paul zusätzlicherweise. Könnte ja sein, dass ich die Datei irgendwo mal anders hinschiebe, aber dann weiß ich immer noch, okay, diese Ideen haben irgendwas mit Paul zu tun. Und kann die dann auch nochmal zuordnen. Ich kann ja nochmal Geschenke eingeben. Geschenke, Ideen, also alles, was man so mit Hashtags verschlagworten will. Und ihr seht dann hier gleich, okay, das sind die ganzen Hashtags, die hier irgendwie generell drinne sind. Das heißt, ich habe hier einen Hashtag Paul und das Hashtag Paul hat irgendwas mit Heidi und Hilde zu tun. Obwohl die hier gar nicht drinne stehen. Aber da Paul in Ideen drin ist und in Yada Yada und aber in Yada Yada auch Heidi und Hilde drin sind die irgendwie miteinander verknüpft. Das heißt, hier werden automatisch Verknüpfungen erstellt, beziehungsweise Beziehungen gezeigt, die vielleicht gar nicht ganz so offensichtlich in dieser einen Datei drinne sind. Und die kann ich natürlich die Sortierreihenfolge noch ändern und. Wenn ich jetzt auf so einen Hashtag klicke oder auf so einen Tag draufklicke, wird mir automatisch die Suche geöffnet. Mit dem Suchbegriff Tag Doppelpunkt, also wird nach Tags gesucht, Hashtag Paul. Und jetzt werden mir hier alle Dateien angezeigt, die in denen Paul vorkommt. Also in Geschenkideen und in Yada Yada. Dieses Aufpoppen kann man, glaube ich, auch irgendwo nochmal ausstellen. Ich bin jetzt kein so Freund von dieser Aufpopperei. Also, das ist die Suche hier oben. Die kann ich hier, wenn ich hier anklicke, automatisch auslösen. Und mit der Suche kann ich natürlich noch mehr machen. Ich kann einfach einen Suchbegriff eingeben, kann dann einfach ein Buch eingeben und dann sucht er mir über alle Dateien in meinem Vault, also in meinem Hauptordner, durch die Unterverzeichnisse hindurch und dann findet er jede Textdatei, in der Buch vorkommt. Kann ich natürlich auch wieder Sortierreihenfolge ändern, kann mir die Suchergebnisse kopieren. Kann mir Suchbegriffe erklären lassen, warum auch immer die Ergebnisse zuklappen, wenn ich ganz viele Ergebnisse habe, oder noch mehr Kontextanzeigen dazu. Und jetzt gibt es hier noch mit Stern. Und da hatte ich vorhin ganz kurz mal erwähnt, dieses mit Stern kann ich Dateien versehen. Jetzt bin ich zum Beispiel in Geschenkideen. Und jetzt gehe ich hier oben in weitere Optionen. Dann sagen, ist es mit Stern markieren hier unten. Das jetzt anklicke, kommt hier oben ein Pop-up, erfolgreich mit Stern markiert für Geschenkideen. Wenn ich jetzt hier auf den Stern gehe, meine Favoriten, dann habe ich hier meinen Text. Das heißt, alles, was ich mit einem Stern versehe, kommt halt hier in diese Favoritenabteilung rein. Ne? Und ich kann jetzt hier zum Beispiel mit Rechtsklick den Stern wieder entfernen, dann ist es leer, ich kriege das Pop-up und ich habe es aber trotzdem immer noch in meiner Übersicht drinnen zum Beispiel. Ich möchte auch jetzt gar nicht mehr zu dieser ganzen Markdown-Geschichte erklären, das könnt ihr alles nachlesen, weil wie gesagt, man kann da richtig viel machen. Vielleicht eine kleine Geschichte noch, eine To-Do-Liste, weil für manche ist das, glaube ich, eine ganz witzige, ganz nette Angelegenheit. Wenn ich jetzt eine To-Do-Liste anlegen möchte, dann möchte ich ja sagen, okay, habe ich schon gekauft, habe ich noch nicht gekauft, ist erledigt oder wie auch immer. So, und jetzt kann ich hingehen, kann zum Beispiel schreiben, ich will jetzt was will ich kaufen? Putzmittel will ich kaufen. Und statt dass ich jetzt einfach nur Enter drücke, kann ich jetzt Steuerung Enter drücken. Und jetzt wird mir das automatisch erweitert, ohne dass er runterspringt. In eine so Aufzählungszeichen, dann eckige Klammer auf, Leerzeichen, eckige Klammer zu, Leerzeichen und dann mein Putzmittel. So, und wenn ich jetzt Enter drücke, macht er automatisch mit dieser Aufzählung weiter. Mehl, ups, Mehl, Milch und Flugzeugträger. So, das will ich jetzt alles kaufen. So, warum?
jetzt das Ganze. Jetzt kann ich zum Beispiel wieder die Vorschau mir mit Steuerung und Klick nebendran packen. Den Bereich hier zu und sehe jetzt, dass ich hier so ein klickbares Rechteck hier habe. Und wenn ich da jetzt reinklicke zum Beispiel, dann wird hier automatisch ein X reingesetzt und ich sehe, hier kommt ein Haken rein und Putzmittel ist durchgestrichen. Und das kann ich aber hier so machen, mache hier einfach ein X rein, also ich kann es im Editor direkt reinschreiben oder ich kann das mit der Maus hier verändern. Und mir wird das automatisch dann durchgestrichen. Das nochmal als so kleine Markdown-Hilfe. Und von diesen Sachen gibt es eine ganze Menge in Markdown und man kann auch eine ganze Menge in Obsidian davon benutzen. Und in die Beschreibung packe ich natürlich alle Links nochmal rein, zu Obsidian selber, zu der Markdown-Beschreibung, zu meinem Blogartikel und so weiter, dass ihr das alles nochmal genauer nachlesen könnt. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich jetzt schon mal so das Grundlegende erzählt habe, was ich erzählen wollte. Vielleicht noch, naja, zum Markdown habe ich erzählt, die Tabellen, man kann auch Fußnoten erstellen, auch relativ komfortabel, man kann Kommentare in seinen Editoren reintun, die dann in der Anzeige hier nicht angezeigt werden, wie so Dokumentnotizen. Man kann zum Beispiel, wenn ich mir das hier angucke, in den Einstellungen, hatten wir vorhin, Überschriften einklappen, Zeileneinzug einklappen, anmachen. Dann habe ich hier so kleine Dreiecke und wenn ich die anklicke, wird das alles darunter, was darunter gehört, auch mit eingeklappt. Beispiel, ich sehe, dass hier was eingeklappt ist, kann das wieder aufklappen, zum Beispiel. Und in der Gliederung geht das, glaube ich, auch, genau, kann das so einklappen. Also wenn man sehr lange, das hier mal, wenn man sehr lange Texte hat, mit sehr viel Inhalt, dann kann man das einfach mal hier so einklappen und kann dann schneller zu dem Punkt springen, wo man hin möchte. Da braucht man nicht so viel scrollen. Hier unten rechts sieht man dann noch hier zwei Rückverweise. So und so viele Wörter, so und so viele Zeichen haben wir hier schon geschrieben. So, genau, also die Tags haben wir, das Einklappen haben wir, die Links, die Verknüpfung zu anderen Notizen haben wir gemacht. Wo war das? Bei Yada Yada, diese Geschichte hier. Dann hatten wir mit den Makros, Präsentationen kann man noch machen. Genau, das haben wir noch gar nicht gemacht, aber da würde ich einfach sagen, das sprengt jetzt das Tutorial auf, wir sind schon relativ lange mit dabei, kann man auch schön nachlesen, man kann mit Obsidian ganz, ganz einfach gehaltene, gestaltete Präsentationen machen, das heißt, wo man dann einfach nur einen Text anzeigt und hin und her wechseln kann zwischen den Slides dann einfach, wenn man so spontan einfach was präsentieren will, das geht. Oder wenn man Präsentationen sehr einfach halten möchte, ohne viel Schickimicki, kann man das in Obsidian sehr schnell machen. Was man auch machen kann, wenn man hier auf die Optionen geht, nach PDF exportieren. Das heißt, das kann ich mit einem Klick einfach als PDF-Datei erstellen. Nicht in der Editor-Variante, sondern in der Preview-Variante, damit es auch schön aussieht. Eine pfiffige Idee vielleicht noch oder eine pfiffige Funktion. Ich habe sowas wie einen Multicursor. So, und ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Liste habe, Lala, Lolo, Lolo, Baba, und ich denke, ich wollte es jetzt eigentlich als Liste und statt dass ich jetzt hier vor jede Zeile hingehe, kann ich jetzt eine Zeile auswählen, dann halte ich die Alt-Taste, linke Alt-Taste gedrückt, dann kriege ich so ein Fadenkreuz und klick jetzt einfach mit der Maus mehrere Male hin. So, jetzt seht ihr, ich habe hier ganz viele Cursor. Und jetzt kann ich einfach minus leer drücken und er macht es jetzt an jeder Stelle im Text, schreibt er genau das hin. Wenn ich irgendwo hinklicke, habe ich das wieder quasi einfach und ich habe jetzt hier meine Liste zum Beispiel. Was ich zum Beispiel auch machen kann, ich habe jetzt hier so einen Text und denke, ich will für die verschiedenen Wörter, die ich jetzt hier markiere, zum Beispiel Dolores, ganz wichtiges Thema, möchte ich jetzt neue Dokumente erstellen, neue Dateien erstellen und hier gleich Links einfügen. So, jetzt bevor ich anfange, ich könnte jetzt einfach
hier zwei eckige Klammern, dann ist automatisch ein Link erstellt mit Steuerung Klick. Öffne ich jetzt Dolores hier, das will ich aber an der Stelle gar nicht. Wo waren wir? Geschenkideen. Waren wir hier bei Dolores. So, und ich sage jetzt hin, Sanctus ist wichtig. Und jetzt halte ich die Alt-Taste gedrückt und kriege ich wieder hier mein Fadenkreuz und sage, Mensch, Consentetur wäre noch wichtig. Dann Volupta wäre wichtig. Markiere alles, was ich neu anlegen möchte. Akimata, ganz wichtiges Thema. Diam, hört man ja immer wieder. Und Gubagreen. Gubagreen wird noch ganz wichtig werden in den nächsten Jahren. So, jetzt lasse ich die Alt-Taste los und nehme jetzt die Alt-GR-Taste und mache jetzt meine zwei eckigen Klammern. Der macht die automatisch auch wieder zu und habe jetzt quasi auf die Schnelle Links erstellt. Und wenn ich auf irgendeiner dieser Links jetzt mit Steuerung Klick drauf gehe, wird mir automatisch die entsprechende Datei angelegt. Die heißt dann auch gleich so und ich kann hier anfangen loszulegen zu schreiben. Ich kann extrem schnell einfach mal einen Text runterschreiben, ohne mir Gedanken zu machen, wo linke ich das dann später hin. Und wenn damit ich eine neue Notiz erstellen muss, muss ich immer gucken, okay, wie habe ich das da geschrieben, was mache ich da, sondern ich kann einfach, während ich den Text lese, markieren und dann auf einen Schlag alle Links erstellen. Und dann, wenn ich was zu dem Link schreiben will, einfach die Datei erstellen, in der Datei dann die Sache dann nochmal ausführlich behandeln. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier nochmal hingehen, einen Link erstellen und jetzt wird's funky. Jetzt muss ich selber mal nochmal gucken, vor den Klammern mache ich ein Ausrufezeichen. Aber so rum war das. Oder in den Klammern. Da muss ich nochmal gucken. So, jetzt habe ich das Lorem erstellt. Und jetzt schreibe ich hier einfach mal eingeblendeter Text. Bla, bla. Da richtig schreiben. So, machen wir vorne und hinten. Leerzeilen. Und jetzt gehe ich wieder zu meinen Geschenkideen zurück. Und wenn ich jetzt hier die Vorschau anzeigen lasse, rein, damit wir mehr Platz haben, dann wird mir bei Lorem die andere Datei eingeblendet in meinen aktuellen Text. Also das ist nur eine Einblendung hier. Wenn ich jetzt bei Lorem hingehe, in diesem Bereich jetzt einfach ganz oft untereinander kopiere, dass das ein sehr langer Text wird. Ich gehe wieder auf meine Geschenkideen. Dann wird mir Lorem eingeblendet, aber ab einer bestimmten Länge muss ich dann einfach scrollen, damit jetzt nicht unbedingt ein anderer Text hier so mega viel angezeigt wird. Ich hier in der anderen Datei scrollen. Während ich die eine Datei aufhabe, kann ich in der anderen Datei scrollen. Genauso beim Export nach PDF wird die andere Datei einfach hier mit eingefügt. Das heißt, da kommt ja so in den Bereich von Textverarbeitung rein. Wenn ihr so einzelne Kapitel schreibt, könnt ihr die einzelnen Kapitel in einzelnen Textdateien schreiben, macht dann ein Hauptdokument, wo ihr nur die einzelnen Textdateien verlinkt mit diesem, dass die eingeblendet werden. Und wenn ihr diese Haupttextdatei dann exportiert im PDF, wird alles zusammengefasst in eine Riesendatei. Kleiner Exkurs dazu. Vielleicht jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber zum Glück kann man ja das Tutorial auch wieder zurückspulen. So, jetzt gehen wir nochmal durch über meine Notizen, was ich da noch zusammengeschrieben habe. Ich glaube, ich habe auch alles jetzt erzählt. Über die Lizenzen habe ich das erzählt, mit dem Synken. Und ja, eine Sache ist noch übrig geblieben. Nämlich Synken, habe ich gesagt, da kann man was dazu mieten, und Cloud. So, jetzt dieses ganze System, den Dateimanager, dieses ganze System ist ja nichts anderes als ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen und Textdateien drin. Wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, ich sortiere das die ganze Zeit.
habe jetzt hier das, was ich hier alles geschrieben habe. Jetzt Geschenkideen ist jetzt 15 Kilobyte groß. Lorem ist 561 Byte groß. Ja, der Jade sind 108 Byte und so weiter. Das sind extrem kleine Verzeichnisse. Wenn ich mir das jetzt hier mal mit den Eigenschaften angucke, sehe ich, alles zusammen ist 31 Kilobyte groß, was ich hier zusammengeschrieben habe. Weil in Geschenk.ida, ich habe das ganze Lore Ipsum da reinkopiert, deshalb ist das auch so riesig in Anführungsstrichen. So, all das, was ich hier habe, diese 31 Kilobyte, das ist ja nichts mehr heutzutage. Ich könnte jetzt dieses Verzeichnis zum Beispiel, wenn ich eine eigene Nextcloud habe oder mir eine Cloud irgendwo gemietet habe, kann ich dieses Textverzeichnis, diese Ordner mit den Texten drin, einfach synchronisieren auf meine Cloud. Und ich habe für mein Smartphone, für mein Tablet, für meinen anderen Computer, den ich noch irgendwo habe, habe ich dann auch so einen Cloud-Client und mit dem synchronisiere ich automatisch dann das, was auf der Cloud ist, wieder da drauf. Das heißt, wenn ich auf diesem Computer, an dem ich mich gerade befinde, etwas schreibe und das wird automatisch synchronisiert oder ich starte die Synchronisation, wenn ich fertig bin, dann wird es in die Cloud synchronisiert. Und ich kann dann mit meinem Telefon, mit meinem Smartphone, wenn ich da so einen Nextcloud Client zum Beispiel drauf habe, kann ich einfach synchronisieren und habe dann die ganzen Veränderungen, die ich hier eingegeben habe, direkt auf meinem Telefon. Und zum Beispiel bei Nextcloud kann ich auch Markdown-Dateien öffnen in einer Vorschau. Dann sehe ich das nicht wie hier im Editor-Modus, sondern in meinem Vorschau-Modus auf meinem Smartphone. Oder auf meinem Tablet oder auf meinem anderen Computer und kann so die ganzen Texte und Ideen und Dinge, die ich mir ausdenke, die ich niederschreibe oder wenn ich das für eine wissenschaftliche Arbeit brauche mit den ganzen Notizen, Quellen, Verweisen und so weiter, das kann ich alles über eine Cloud synchronisieren und habe das auf allen meinen Geräten, wenn mir unterwegs irgendwie einfällt, oh, ich wollte ja noch irgendwie dieses oder jenes machen, dann öffne ich einfach zum Beispiel meine To-Do-Liste im Editor und trage einfach noch hier drunter Mensch zum Flugzeugträger, brauche ich ja noch blaue Farbe. Nicht Farbe, sondern Farbe. Dann trage ich das auf meinem Smartphone ein, synchronisiere das und wenn ich zu Hause meinen Rechner in meinem Rechner Obsidian starte und synchronisiert habe, dann steht die blaue Farbe quasi in dem Text schon drin. Das heißt, ich bin auch mega mobil bei der ganzen Angelegenheit und dadurch, dass es das ja so blaue Farbe ein paar Bytes sind, ist das auch wahnsinnig schnell synchronisiert, beziehungsweise auch in Gegenden, wo ihr eine ganz schlechte Internetverbindung habt, ist das super mega schnell synchronisiert. So. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich könnte wahrscheinlich noch ganz, ganz lange drüber reden, auch über verschiedene Strategien, wie man das Ganze benutzt oder wie man wissenschaftlich daran geht oder jetzt einfach nur so einen Zettelkasten baut oder wie auch immer. Da gibt es also unter dem Begriff Zettelkasten oder Knowledge Base oder Wissenssammlung gibt es eine ganze Menge Texte und Tutorials im Internet. Da kann man einfach mal gucken, was man so mag. Ich würde aber vorschlagen, fangt einfach mal an. Legt einfach mal so ein Vault an mit einer oder zwei oder drei Texten, irgendwie so eine To-Do-Liste oder nach Kategorien, irgendwie Freunde, Bekannte, Arbeit, was ihr auch immer so an Kategorien auch in normalen Ordnern ablegen würdet. Oder Projektideen oder Kunden. Und legt dann unterhalb der Kundenverzeichnisse dann so die einzelnen Informationen für die Kunden ab. Oder was auch immer euch da einfällt oder was für Ideen ihr da habt. Oder wie ihr das schon bisher strukturiert habt, könnt ihr das hier dann quasi auch machen. Kleiner Hinweis, man kann zum Beispiel auch Texte, Audiodateien oder andere Dateien hier einblenden oder verlinken. Das geht auch. Aber wie gesagt, da lest ihr euch bitte die Online-Hilfe von Obsidian durch. Das sprengt alles dieses Tutorial. Und ja, an der Stelle würde ich dann einfach mal sagen, bevor ich jetzt das Ganze beende, ich starte jetzt nochmal die Hilfe hier und das lasse ich jetzt einfach mal auf dunkel, gibt es noch diese Graphansicht. Weil das ist noch eine coole Ansicht. Wenn ich die Graphansicht öffne, dann seht ihr das hier. Hier mal
Vorschau zu, dass man das in schönster Schönigkeit sehen kann, beziehungsweise vielleicht mache ich es dann doch wieder hell. Darstellung hell. So, dieser Graph, ich scroll jetzt mal mit dem Mausrad raus und rein. Dieser Graph zeigt die Verbindung zwischen den einzelnen Dateien an, also die Backlinks. Zum Beispiel, ich kann hier jetzt reinscrollen, da draufklicken, dann komme ich direkt in die Datei rein. Graphenansicht. Es wieder an. Ich kann auch hier umscrollen. Hier nochmal rein. Import Data sehe ich jetzt. Import Data hat was mit Zettelkastenpräfixer zu tun, wird da erwähnt. Oder Markdown Format Converter oder Start hier. Und habe dann so eine Wolke von meinen gesamten Dateien, die ich hier habe, die ich hier so grafisch darstellen kann. Und natürlich kann ich ja auch noch irgendwelche Filter angeben oder verschiedene Gruppen markieren. Hier kann ich eine Suche eingeben, die dann speziell farblich markiert wird. Keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal Markdown wird jetzt rot markiert. Enter, ich hoffe. So, und jetzt ist alles, was mit Markdown irgendwas zu tun hat, ist jetzt hier rot markiert. Ich sehe das sofort und kann mir dann die entsprechenden Dateien auswählen. Die Anzeige kann ich mir dann noch so ein bisschen Kantenstärke größer machen, dann wird es ein bisschen sichtbarer. Knotengröße noch größer, zum Beispiel, Grenze, Text, Transparenz sichtbarer wird und verschiedene Kräfte, die Zentrierkraft, kann ich hier noch so ein bisschen ändern. Also kann hier noch so ein bisschen rumspielen oder auch tatsächlich wirklich sinnvolle Geschichten damit machen. Kann das ausblenden, wieder einblenden. Ja, und das ist noch so ein kleiner, für den Anfang vielleicht so ein Gimmick, so ein Schickimicki-Ding. Aber wenn, ich sag mal, so eine Wissensdatenbank wächst, kann das sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Einfach mal so eine Übersicht zu kriegen, okay, was habe ich hier eigentlich? Was ist mit was verbandelt? Was gehört zueinander? Wo kommt was vor und so weiter? Jetzt aber wirklich beende ich das Tutorial. Das endlose Ende vom Ende. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen was von Obsidian zeigen können und auch generell von Markdown und wie nachhaltig einfache Textdateien sind, die durch so eine Markdown-Syntax, also wie schreibe ich fett, wie kursiv und so weiter, gestaltet werden können, wie ihr das Ganze synchronisieren könnt, dass ihr das überall mobil, wenn ihr das unbedingt haben wollt, zur Verfügung hat. Muss man alles nicht haben, aber die Möglichkeit besteht. Und dadurch, dass das alles so mega kleine Sachen sind, ist das auch fast überall möglich oder eigentlich überall möglich, wo ihr irgendwie online Zugriff habt, dass ihr das synchronisieren könnt. Und ansonsten habt ihr das auch immer offline für euch zur Verfügung. Also Obsidian ist einfach so ein Programm, was euch Ordner und Textdateien verwaltet, wo ihr eine Suche habt, wo ihr noch zusätzliche Funktionen habt, was mit wem verbandelt ist. Und das macht die ganze Sache einfach so wahnsinnig machtvoll und wahnsinnig hilfreich. Ich verwende Obsidian mittlerweile für alles Mögliche, was ich niederschreibe. Zum Beispiel, wenn ich Tutorials mache oder sowas, schreibe ich so eine Idee. Ah, ich habe eine Idee für ein Tutorial. Und wenn mir mal wieder was dazu einfällt, dann weiß ich, okay, ich habe es da niedergeschrieben und füge dann einen Punkt hinzu, was ich da noch erwähnen möchte. Und so wächst das Stück für Stück für alle möglichen verschiedenen Sachen quasi gleichzeitig. Und irgendwann denke ich, okay, jetzt habe ich genügend Sachen zusammengesammelt. Und jetzt kann ich auch ein Tutorial machen. Dann gliedere ich das auch in Obsidian selber nochmal, was ich erzählen möchte. Wenn ich Blogartikel schreibe, entstehen die oft auch in Obsidian und das sammelt sich dann so nach und nach an. Wenn ich denke, okay, jetzt ist genügend für einen Blogartikel zusammen, dann schreibe ich den nochmal oder vervollständige den dann nochmal komplett, schreibe den und kopiere den dann einfach in meinen Blog rein. Ja, ich hoffe, das hat euch so diese Sicht auf so eine Software ein bisschen geöffnet, auch wenn es jetzt ein sehr langes Tutorial war, war nicht meine Absicht. Aber ich denke, bestimmte Dinge brauchen einfach eine Weile und man muss eine Weile drüber reden und auch das Verständnis für was Neues, was sich so langsam setzen lassen. Und probiert es einfach aus und habt Spaß damit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Tutorials wieder. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Ich mache ja noch andere Tutorials im Moment hauptsächlich für den musikalischen Bereich, für eine DAW. Und ja, bis demnächst. Und ja, bis dann.
Ciao.